to see his glory. Und wir alle haben das Recht oder die Fähigkeit, seine Herrlichkeit zu sehen in unserem Leben. God is only good. Gott ist nur gut. And God only do miracle. Und nur Gott tut Wunder. And we want to have this manifestation in our life. Und wir wollen diese Manifestation haben in unserem Leben. Let us see what Jesus said here. Lass uns hören, was Jesus sagt. We open the Bible, John, the Gospel of John 14, 21. Wir öffnen das Johannesevangelium, Kapitel 14 und dort Vers 21. And keep them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde mich ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Jesus is very precise. Jesus ist sehr genau hier. If you do his commandment. Wenn du seine Gebote hältst. If you work, if you do and the things he tells you and you are committed and you obey. Wenn du das tust, was er dir sagt, wenn du ihm hingegeben bist und wenn du gehorchst. Then he will commit himself to you. Dann wird er sich dir selber auch verpflichten. And he will manifest himself to you. Und er wird sich selber manifestieren durch dich. If you don't do what he says, aber wenn du nicht tust, was er dir and sagt, live your life, sondern dein eigenes Leben lebst, how can you expect that he manifests himself to you? Wie kannst du dann erwarten, dass er sich manifestiert in dir? He will do it when you are doing what? Er wird es tun, wenn du was tust? If you keep his commandments, wenn du seine Gebote hältst, if you love him, wenn du ihn liebst, then he will also love you. Dann wird er dich auch lieben. We know that God loves you. Wir wissen, dass Gott dich liebt. But there is more than this. Aber es gibt noch mehr als das. There is a connection with the Lord. Es gibt eine Verbindung mit dem Herrn. You know, to he loved me, but if I don't stir this love he give me, how can I, how can he manifest himself? Er liebt mich, ja, aber wenn ich nicht anfache, dass die diese Tatsache, dass er mich liebt, wie kann er sich dann manifestieren in mir? He want to manifest himself. Er möchte sich selbst manifestieren. In our life. In unserem Leben. You don't need somebody to pray for you. You don't need somebody to tell you what to do. He want to directly tell you, guide you, help you, love you and show you things. Es ist nicht nötig, dass jemand für dich betet oder dich jemand anweist. Er möchte dir selber direkt alles offenbaren, dich leiten, dich führen, dich stärken. We will open John 11. John, yeah, the Gospel of John 11, 39. Wir öffnen Johannes 11 und dort Vers 39. You know, remember when he raised Lazarus from the dead? Ihr erinnert euch an die Geschichte, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat? In Vers 39, Jesus said, take away the stone. And Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, but this time there is a stench. Thinking, for he has been dead 4 days. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester der Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, er ist 4 Tage hier. And Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you will see the glory of God? Habe ich dir nicht gesagt, spricht Jesus zu ihr, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?
You know, some churches wait for the glory to come. Es gibt Gemeinden, die warten darauf, dass die Herrlichkeit Gottes today, kommt. Today, Sunday, we are going to church to see the cloud. Heute gehen wir zur Gemeinde und wir werden die Wolke der Herrlichkeit sehen. We are waiting for God. Wir warten auf Gott. You don't need to wait one bit. Du brauchst nicht ein kleines bisschen you zu warten. Bring the glory of God down. Denn du selbst bringst die Herrlichkeit Gottes hinunter. By your commitment to him and your relationship to him, and you know that he will manifest himself to you. Du bringst sie herunter durch deine Hingabe zu ihm, durch deine Beziehung zu ihm, und du weißt, dass er sich manifestieren wird. You know, to receive the glory of God is not a matter of feeling. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes zu empfangen, dreht sich hier nicht um Gefühle. I feel something. Ich fühle etwas. I don't feel anything. Oh, heute fühle ich gar nichts. It has nothing to do with your senses. Das hat überhaupt nichts mit deinen fünf Sinnen zu tun. It's to do with his presence. Sondern es hat nur zu tun mit seiner Gegenwart. And sometimes you sense it. Manchmal spürst du sie. And sometimes you don't. Aber manchmal auch nicht. But his glory will be manifest in your life when you are committed to him. Aber seine Herrlichkeit wird sich in deinem Leben manifestieren, wenn du ihm hingegeben bist. It never happened to you. That you are fighting and fighting and trying and nothing worked. Es ist schon mal passiert, dass du gekämpft hast und alles versucht hast und es hat doch nichts funktioniert. Why? Warum? Why? Warum? Because God at his timing will come? No. Weil Gott nur in einem bestimmten Zeitrahmen kommt? Nein. No. He wants you to commit your time to him. Nein, er möchte, dass du deine Zeit ihm gibst. Not to do what you like. Und nicht einfach nur tust, was du gerade magst. You know what is easy? Weißt du, was sehr einfach ist? To do something when I feel like it and not to do when I don't feel like it. Es ist äußerst einfach, immer gerade das zu tun, was ich gerade will und das zu lassen, worauf ich keine Lust habe. So many people don't come Sunday on church because they don't feel like it. They have much more important things. Es gibt viele Menschen, die sonntags nicht in die Gemeinde gehen. Weil sie meinen, sie hätten viel Wichtigeres zu tun. For them. Für sie. But you see, there is commitment. You know what commitment is? Aber verstehst du, was Hingabe what bedeutet? Is a commitment? Was bedeutet das? He come first. Das bedeutet, er kommt this an erste Stelle. This is a commitment. Das bedeutet Hingabe. It's not when I can. Hingabe It's bedeutet nicht, wann ich kann. Lass mal sehen. Oh, I must. Oder ich because, muss ja, weil. No, it's because I commit my time to him. Nein, sondern es ist freiwillig, dass ich meine Zeit ihm ganz hingebe. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Is more real to you and me than the ten senses. Ist viel realer in Wirklichkeit als unsere fünf Sinne. Those feeling, you know. Als unsere Gefühle. The Holy Spirit is real, more real. Der Heilige Geist ist mehr real. And he will manifest himself to you. Und er wird sich selbst manifestieren in dir. And he long to do it. Er verlangt sogar danach. He want to manifest himself where? Wo möchte er sich denn manifestieren? In our heart. In unseren Herzen. You know, this is very important to be thankful. Weißt du, dass es sehr wichtig ist, dankbar zu sein? And stop to complain. Aufzuhören, sich zu beschweren. It's important to commit my time with joy unto him. Es ist sehr wichtig, meine Zeit auch mit Freude ihm hinzugeben. You know, the spirit of Satan is death. Der Geist Satans ist tot. But the spirit of Jesus is life. Aber der Geist Jesu ist Leben. So how will I walk? So wie werde ich jetzt wandeln? In sin? In Sünde? Or in the light of the word? Oder gehe ich im Licht des Wortes? We will open John 7. Johannes 7.
John 7, verse 18. Vers 18. He who speak from himself seek his own glory. But he who seek the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. You see, Jesus is very clear here. Jesus ist wieder sehr klar hier. He said, because words are container. Worte beinhalten Kraft. I mean, if I say in French, bonjour. Wenn ich auf Französisch bonjour, guten Tag sage. And you don't know French. Und du Französisch nicht kennst. It means nothing to you. Dann verstehst du das nicht und das bedeutet nichts. But if I say it in your language, aber wenn ich es in deiner Sprache sage, the language you understand, in der Sprache, die du auch verstehst, it will mean something to you. Dann wird es für dich eine Bedeutung haben. So our words are container. Unsere Worte sind Behälter. And what I put in myself, und was ich in mich selber hineinlege, I bring it out. Das kommt auch wieder heraus. And if I put life in myself, und wenn ich in mich selbst Leben hineinlege, word in myself, das Wort in mich hineinlege, the glory of God in myself, und die Herrlichkeit Gottes in mich hineinnehme, I bring out from my mouth life. Dann kommt aus meinem Mund Leben heraus. But if I put in my mouth what the devil has done, aber wenn ich das ausspreche, was der Teufel getan hat, and if I put in my mind, in my mouth, what my mind tell me, which is not the word of God. Oder wenn ich all das ausspreche, was mir gerade durch den Kopf geht, was aber mit Gottes Wort nichts zu tun hat, I also bring it to life. Dann in my life. Bring ich auch Leben dadurch hinein in mein Leben, in diesen Worten. I bring death into my life. Es ist dann Tod. I will bring bondage into my life. Und Gebundenheit. I will not bring the glory of God in my life. So bringe ich natürlich nicht die Herrlichkeit Gottes in mein Leben hinein. Because whatever you set in your mind is come from your spirit. Denn was du in deinem Sinn wirklich festmachst, das kommt aus deinem Geist. So it is very important, I tell you again, what you think. What are you thinking? So es ist wirklich von äußerster Wichtigkeit, was du denkst. Checke, was denkst du? If you keep thinking about negative things, wenn du immer wieder über negative Dinge nachdenkst, you will die. Dann wirst du innerlich sterben. Maybe not physically, right away. Vielleicht nicht körperlich. But everything in your life. Aber alles in deinem Leben wird absterben. That's why you have to be alive to the word of God. Deswegen musst du lebendig sein mit dem Wort Gottes. We are always busy with ourselves. Wir sind immer beschäftigt mit uns selbst. How I will make money, how I will make the children, how I will make the family, how I will make this. This is not a problem. Wie werde ich Geld verdienen? Wie komme ich mit der Familie klar? Was wird mit den Kindern? Aber das ist nicht das Problem. Because when I needed everything, denn als ich alles brauchte, I decide only to concentrate on the work of God in my life. Dann habe ich mich entschieden, ich konzentriere mich gerade jetzt nur auf die Arbeit Gottes in meinem Leben. To bring the glory of God into my life. Damit ich die Herrlichkeit Gottes in mein Leben hineinbringe. And you cannot have it if you do nothing. Aber das kannst du nicht erlangen, wenn du gar nichts tust. Or you do as much as it convinces you. Oder du gerade mal eben genug tust. You know, if I do the way it convinces me, it convinces me. I mean, what you call it? Convince me? Yeah. No, not convince me. Convenient, brother. Yeah. If I do only what is convenient for me, wenn ich gerade nur immer das tue, was noch im Bereich des Bequemen für mich liegt, it suits me, was mir gut passt, it's not a commitment. What is this? Dann bedeutet das keine Hingabe. What is this? Was ist das? Well, what you expect? Was erwartest du da? But if you do, even if it does not convene you,
Aber wenn du fortfährst und noch mehr machst, wo es unbequem wird, then you have a reward. Dann hast du eine Belohnung. Amen. Halleluja. The silence here. Halleluja. We will look at Luke 24. We want the glory of God in our midst. Lukas 24. Wollen wir die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte? Let us do what the world says. Dann müssen wir auch das tun, was das Wort uns anweist. Luke 24:13. Lukas 24, Vers 13. But behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So it was while they conversed and reasoning that Jesus himself drew near and were with them. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst sich nahte und mit ihnen ging. What they were doing? Was taten sie? What these people were doing? Was taten diese Leute gerade? Talking about him. Sie sprachen über Jesus. Not about what I will eat, I am angry, what I will go to party, I this and this, ach, och, uch, bomba. They were talking, and this we missed it. Excuse me. Yes. Sie sprachen nicht darüber, was sie essen wollten, zu welcher Party sie gehen wollten oder was sie sonst gerade zu tun hatten oder über ihre Schmerzen vielleicht. Nein, sie sprachen über Jesus. You know, das verpassen wir. When there is a group who only talk about what happened to me, what the Lord, the word of God, the miracle of God, you stir one another until you bring his presence in your midst. Wenn eine Gruppe zusammen ist und jeder erzählt, das hat der Herr für mich getan, das Gebet hat er erhört, dieses ist mir passiert, dieses konnte ich für Gott tun, dann wirklich bringst du deinen Glauben hoch zusammen. No, you know what we talk about? Aber worüber sprechen what wir? The politics is saying, über what Politik, the finances are saying, über die Finanzen, what the people are nervy, über nervige Menschen um uns what herum. We talk about, what the husband or the wife, I don't know what. Oder über den Ehemann, die Ehefrau, die Kinder, was auch immer uns gerade. And everything was negative, blah, 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 blah. Über alles mögliche Negative. What about what is beautiful? Aber warum sprechen wir nicht über das, was so schön ist? Why we don't talk about miracles? Warum sprechen wir nicht über Wunder? Why we don't talk about the things of God? Warum sprechen wir nicht über die Dinge Gottes? What he did to me? Was er getan hat? Was er dir getan hat? What the wonderful things. I remember, he did this, he did that. You know, you lose your joy if you don't remind yourself. Warum reden wir nicht über all die wunderbaren Dinge, die uns passiert sind, seit wir errettet sind? Wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir die Freude an unserer Errettung. It's like in marriage. Wie in einer Ehe. When they get married, you know, you cannot stop them be happy. They like to kick it. Wenn sie am Anfang verheiratet sind, dann hören sie gar nicht auf. Glücklich und froh zu sein. Sie reden die ganze Zeit und spusen and und alles. And everybody says, miracle, that beautiful couple, beautiful couple, beautiful couple. Und jeder sagt, das ist ein Wunder, was für ein wunderbares Ehepaar, was für ein schönes Ehepaar, was für ein schönes Ehepaar. And now when the years go by, mit den Jahren, we look at this two. Dann sehen wir uns die beiden an. I don't know if it was the will of God that I married her. Dive. Oh, ich weiß gar nicht mehr, war das eigentlich Gottes Wille, dass wir ihn geheiratet haben? And all the joy. Die ganze Freude. And all the positive things. Das ganze Positive, and was all man the wonderful things. Die ganzen wunderbaren Dinge. And all the crispy that you felt in the beginning for each other. It's gone. Und all das Kribbelgefühl, was man am Anfang gone. Voneinander hatte, alles ist gone. Weg. Why is gone? Warum why weg? Is gone? Warum ist es because weg? You don't stir it to life. Weil du es nicht mehr neu empfachst, dass es lebendig wird. You have to do it again. Du musst das wieder tun. Like with Jesus. Und genauso ist es auch mit Jesus. You have to love him again. Du musst ihn wieder lieben. Und wieder. And stir his presence to come near to you. Und seine Gegenwart wirklich runterziehen, dass sie ganz nah bei dir ist. That's why I see so many Christians
Cool, cool like ice. Deswegen sehe ich so viele Christen, die cool und kalt sind wie Eis. When is it over? Die nur noch auf die Uhr gucken und hoffen, dass bald alles vorbei ist. I want to eat. Und nur an ihr Essen denken. You know eating? After 3 hours you will be hungry again, I believe me. Okay, Essen, nach 3 Stunden hast du sowieso wieder Hunger. But you know, with the spiritual things, they stay forever. Aber geistige Dinge, die bleiben für immer. You see, we have to bring the glory of God in word of faith. Wir müssen die Herrlichkeit Gottes wirklich runterbringen in Wort des Glaubens. You want to see more sign and wonder. Wir wollen mehr Zeichen und Wunder sehen. The blind see, the one who don't hear, they hear, the deaf hear. And the people who live in sin stop sinning. Dass die Blinden sehen, dass die Tauben hören und dass das Sünder umdrehen zu einem neuen Leben. So many fornication in the church. Es gibt so viel Unzucht in der Gemeinde. It's disgusting. Das ist furchtbar. To the Spirit of God. Ist ekelhaft dem Geist Gottes. He cannot work with you. Er kann so nicht mit dir arbeiten. When you fornicate. Wenn du in Unzucht lebst. And go to bed with the one you love. Don't tell me this. Ist verboten. Und gehst mit jemandem ins Bett, von dem du behauptest, dass du ihn liebst. Das gibt es nicht, das ist verboten. So. Only when you get married. Nur wenn du verheiratet married. Bist. Verheiratet. You get me? Verstehst du mich? You know, there is so many things we continue to do the way we want. Es gibt so viele Dinge, die wir einfach fortfahren zu tun, wie wir es gerade wollen. A way of living. Eine Art zu leben. Nothing changed. Nichts hat sich verändert. I love you, Yella, in bed. Ich liebe dich, schnell ins Bett. In bed. Oh, I find you wonderful. In bed. Jetzt finde ich dich toll, lass uns ins Bett. Und dich, lass uns auch ins Bett. And say, Lord, why you don't heal me? Und dann fragen wir den Herrn, warum Where bin ich nicht geheilt? Wo bist Where du? Are you? Wo bist du? Why I don't have my paper? Wo sind denn meine Papiere? Why I don't have money in my business? Wieso verdiene ich kein Geld in meinem Geschäft? Why people don't like me? Warum mögen die Menschen mich Why nicht? All doors are closed? Warum sind Why? Alle so verschlossen mir gegenüber? Why, Lord? Why? Und alle Türen? Has nothing to do with God. Das hat mit Gott gar nichts God zu tun. Say if you commit yourself to him and love him and obey his commandment, he will manifest himself to you and he is not a liar. Gott sagt, wenn du dich ihm hingibst und seinen Geboten gehorchst, dann wird er sich auch hingeben und in deinem Leben arbeiten. Er ist kein Lügner. God don't lie. Jesus don't lie. Gott lügt nicht. Jesus lügt nicht. We are liar. Wir sind die, die lügen. We lie. Wir lügen. We give him a bad reputation to our God. Und geben unserem Gott noch einen schlechten Ruf. Halleluja. 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 Thank the Holy Spirit for correction. Danke dem Heiligen Geist für Korrektur. If he doesn't correct us, who will correct us? Wenn er uns nicht korrigiert, wer wird es dann tun? The devil, no. He will tell you now. Der Teufel, der wird dir auf die Schulter klopfen. He will tell you, good done, my daughter, my son. Der wird dir sagen, das hast du gut gemacht. Der Teufel, der sagt dir das. Halleluja. Let us look in the same Luke 24:35-36. Nochmal Lukas 24, 36, 35 und 36. And they told about the things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. Now, as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, Peace to you. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und er spricht zu ihnen, Friede euch. When Jesus is the center of your life, wenn Jesus das Zentrum deines Lebens ist, you have peace. Dann hast du Frieden. You know, I know this even my experience. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. When I start to look too much at other things. Wenn ich mich zu sehr ausrichte auf andere Dinge. Hearing other things. Anderen Dingen zuhöre. Looking other things. Andere Dinge ansehe. I start to have worry and fear. Dann kommt Angst und Furcht und Sorge in mich. That's why he said. Deswegen sagt er. Sit with people. Sit with yourself. If you like it or not.
and took the good things that you have from him. Sitz mit Menschen zusammen oder sitze allein und rede über die guten Dinge, die du von ihm empfangen hast. I don't like to sit with people who complain. Ich mag nicht gern mit Menschen zusammen sein, die beklagen. I love them. Ich liebe sie. I love them. And I will do for once, twice, but not continuously. Ich werde das auch ein oder zweimal ab und zu machen, aber bestimmt nicht fortwährend. I will ask you a question. Is that important, what you speak? Ich habe eine Frage. Ist es wichtig, was du sprichst? You know, some people talk about the devil. Manche reden über den Teufel. And the devil attacked me this night. Oh, der Teufel hat mich diese Nacht angegriffen. I dreamt about him. Ich hatte sogar einen Traum von ihm. And the devil, I saw the fire and I was burning in it. Ich sah den Teufel in einem Feuersee. And the devil told me, you will be sick. Und der Teufel sagte mir, du wirst krank sein. You will be, you know, can I ask you something? Kann ich dich etwas fragen? Don't even mention what the devil is doing bad. Never, never. Erwähne never. Gar nicht erst, was der Teufel never. Schlechtes tut. Niemals. If it is true or not, don't mention it. Egal, ob es nun stimmt oder nicht, erwähne es gar nicht Because erst. You're spiritual. You give him glory. Denn das ist eine geistige Sache. Du gibst ihm damit Ehre. I sit with Pepsi and I tell her, du, I had pain and I was unhappy and I had for the free and I know he attacked me and I then she, oh my, what can we do? How can you, you know, we then Mr. Devil come in the middle and he's there. Ich sitze zum Beispiel mit Babsi und erzähle ihr, oh, ich hatte hier solche Schmerzen und mir ging so schlecht und alles war so furchtbar und es kamen nur noch Probleme in meinem Leben. Und so rede ich dann vielleicht zurück und wir geben dem Teufel damit Raum und er kann etwas tun in meinem Leben. It's spiritual law. Das ist ein geistiges Gesetz. You know, you speak about Jesus, he come in the middle. Du sprichst über Jesus und er ist in deiner Mitte. You speak about the devil. He comes with pleasure in the middle. Und du sprichst über den Teufel, er kommt mit Vergnügen in deine Mitte. And we don't want to give him place. Aber wir wollen ihm doch keinen Raum geben. Not in our life. Nicht in unser Leben. Not in the life of others. Auch nicht in dem Leben von anderen. Not in our business, our health. Auch nicht in unserem Geschäft oder in unserer Gesundheit. We will not say what the devil is doing. Wir reden nicht darüber, was der Teufel gerade tut. We will only talk about the glory of God. Sondern wir sprechen nur über die Herrlichkeit Gottes. You have been delivered from the power of evil. Du bist befreit von den Mächten der Finsternis. Say it. Sag das. Ich bin befreit aus der Hand Satans. Again. Bin befreit aus der Hand Satans. Again. Bin befreit aus der Hand Satans. Close your eyes and confess it. Ich bin befreit aus der Hand Satans. Halleluja. See the difference? Spürst du den Unterschied? Spiritually. Merkst du etwas geistig? The Holy Spirit is here. Der Heilige Geist ist hier. He is work in you. Und er arbeitet in dir. Who is Satan? Who is he? Wer ist denn überhaupt Satan? A defeated angel and devil. Ein besiegter Engel und Teufel. Besiegt. Defeated. Er ist besiegt. Because of the cross. Wegen des Kreuzes. Wow. So you have no problem with him. Du hast kein Problem mit ihm. Only if you let him. Nur wenn du es zulässt. Let us look also, we want to learn also in Psalm 29, verse 1. Wir schauen Psalm 29 an und dort Vers 1. 29. Halleluja. Let us learn from David. Lass uns von David lernen. Give unto the Lord. All you mighty ones, give unto the Lord glory and strength.
Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Who is giving? Wer gibt? You. Du. What he say? Was sagt er? Give him. Gib glory. Ihm Herrlichkeit. Verse 2. Vers 2. Give to the Lord the glory due to his name. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Who? Wer? You. Soll das tun? Du. You get me? Verstehst It's you. Du mich? You have to speak it. Du musst es aussprechen. The Lord is over many water. Der Herr ist über vielen Wassern. The voice of the Lord is powerful. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Your voice too. Deine Stimme auch. What he has, you has. Was er hat, hast auch du. When you speak like he speak, wenn du so sprichst wie er, you have strength and you see his glory. Dann hast du Kraft und du wirst deine Herrlichkeit sehen. The voice of the Lord is full of majesty. Die Stimme des Herrn ist voller Majestät. He is speaking about the voice. Er spricht über die Stimme. God, who, what is the voice of God? Was, what is the voice of God? Was ist die Stimme Gottes? His word. Sein Wort. His word. Es ist sein Wort. How can you have the voice of God? Wie kannst How du can die you Gottes have the haben? Voice of God? Wie kannst du die Stimme Gottes His haben? His word. Durch sein in Wort. Your mouth. Sein Wort in deinem Mund. The same like him. Genauso wie er. And he tell us what to do with this voice. Und er sagt uns, was wir tun sollen mit dieser Stimme. The voice of the Lord breaks the cedar. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Yes, the Lord splits the cedars of Lebanon. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Wow. Wow. With your voice. Mit deiner Stimme. You have power. Hast du Kraft. Authority. Autorität. Like God. Genauso wie Gott. To bring his glory. Um seine Herrlichkeit and zu bringen. To change things in your life. Dinge zu verändern in deinem Leben. And in the life of others. Und in den Leben von anderen. But it's very important what you speak and call. Es ist sehr wichtig, was du sprichst und was du ausrufst. Halleluja. The voice of the Lord divides the flame of fire. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. The voice, verse 8. The voice of the Lord shake the wilderness. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. When everything is wilder by you, everything doesn't work. The voice of the word of God will change your situation. Wenn alles Wüste ist, wenn nichts mehr funktioniert, die Stimme des Herrn wird deine Situation verändern. We have to learn to speak the oracle of God in our life. Wir müssen wirklich die Wunder und Geheimnisse Gottes hineinsprechen in unser Leben. Because the power that God has, he gave it to us, he delegated to us on the earth. Denn die Kraft, die Gott selbst hat, hat er uns gegeben auf dieser Erde. Even the voice of the Lord makes the deer give birth. You want children? Die Stimme des Herrn macht sogar Hirschkühe kreisen. Möchtest talk, du Kinder haben? The word. Talk the word. Dann sprich das Don't Wort talk aus. What the doctor said. Sag nicht das, was die Ärzte Because sagen. The voice of the Lord bring birth. Denn die Stimme des Herrn bringt die Geburt hervor. Why you think that God is telling us what to do? Warum glaubst du, dass Gott uns zeigt, was wir tun sollen? And David knew this. David wusste das. He knew. Er wusste das. Hallelujah, I'm so thankful to our God. We are a rich people, blessed people. Ich bin so dankbar unserem Gott gegenüber. Wir sind ein reiches Volk, ein gesegnetes Volk. Stop to walk in life with what you call it, quicker? How is that in English? Crutches. Crutches. And say, Jesus is my crutches. Gehe nicht durch das Leben mit zwei Krücken und sage dann noch, Jesus ist meine Krücke. Why you need Jesus? Because you need a crutch. Du brauchst Jesus. How miserable you are. Du siehst, wie schlecht es dir geht. This is a devilish picture. Das ist wirklich ein dämonisches Bild. We are blessed. Wir sind gesegnet. We have the power. Wir haben die Kraft. We want the manifestation of God in our life. Wir wollen die Manifestation Gottes in unserem Leben sehen. In my house. In meinem Haus. I don't let anybody speak negative. Lass ich es nicht zu, dass Leute negativ sprechen. And when I cannot stop people and be impolite, then I bound it in my heart. I speak. Wenn ich die Leute nicht zur Ruhe bringe, ohne
wahnsinnig unhöflich dabei zu werden, dann binde ich halt die Worte, dass sie nicht in mein Herz kommen. And I believe what I speak. Und ich glaube das, was ich ausspreche. Because I believe in the glory of God, the manifestation of God in my life and in the life of all of you and in the church. Denn ich glaube an die Herrlichkeit Gottes, an die Manifestation der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, in eurem Leben, in der ganzen Gemeinde. And when you speak about God, wenn du über Gott sprichst, you do like David. Dann tu es so wie David es you tat. Speak only about his glory. Sprich über seine Herrlichkeit. How wonderful is. Wie wunderbar er ist. When you think, when you talk about healing, I am healed, 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 I am healed. I glory to you, I thank you, I am healed, I thank you, I am healed. I'm, what the doctor say, what the circumstances, what the things say, I still talk his word. Wenn du über Heilung sprichst, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Die Herrlichkeit Gottes ist in mir, ich bin geheilt, egal was die Ärzte sagen, Gottes Wort ist die Wahrheit, ich bin geheilt, ich verherrliche ihn. And you speak about money. Oder du sprichst über Geld. We don't have money. We don't have money. Wir haben kein Geld. I don't have money. Ich habe kein Geld. How I will pay the books. How I will pay. How wie werde ich bloß die Rechnung bezahlen? Wie you ich das? Are glorify the devil. Dann verherrlichst du den Teufel. No, you don't say so. Nein, so reden wir nicht. The Lord will provide. Der Herr wird mich he versorgen. Promised me, das ist seine Verheißung an mich. He give me a job. Er hat mir eine Arbeit gegeben. Health, er hat mir Gesundheit gegeben. And he will provide for the money. How? I don't care. I don't want to know. Und er wird sich sorgen um meine finanziellen Angelegenheiten. Wie? Ist egal. Er wird es tun. Look verse 10. Schau Vers 10. The Lord set on throne at the flood, and the Lord sit as king forever. Der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König ewig. The Lord will give strength to the people. The Lord will lift his people with peace. Will bless his people with peace. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. So every time you raise your voice, every time you speak the word, every time you glorify God, you will have peace. So immer wenn du deine Stimme erhebst, immer wenn du den Herrn verherrlichst und ihn lobst, dann wirst du auch Frieden haben. And you will be blessed. Und du wirst gesegnet Stop sein. To do your own things. Hör auf, deine Stop. Eigenen Sachen zu tun. You know, there is so many sitting here and not serving in the church. Es gibt so viele, die hier sitzen und nicht in der Gemeinde mit dienen. Now we close, they go home. They don't even talk to people. Sobald es hier zu Ende ist, gehen sie nach Hause, sie sprechen nicht mal mehr mit jemandem. Keine Lust, habe keine Lust. Hab keine Lust. They nerve me alle. Die nerven mich nur. I am busy. Ich habe keine Zeit. I have dazu. This, I have that. Ich muss doch dies und das tun. Once a week, you cannot stay in the church and have fellowship with the one you don't like. Kannst du nicht einmal in der Woche bleiben und Gemeinschaft mit denen haben, die du nicht magst? What is this attitude? Was ist denn das für eine How Einstellung? How can the glory of God come when you are only here when there is an interest, sonst nicht? Wie kannst du erwarten, dass die Herrlichkeit Gottes sich hier manifestiert, wenn es nur um deine eigenen Interessen geht? You know, it's a constant commitment. Not ab und zu. Es ist eine fortwährende Hingabe an Gott, die das möglich macht, nicht ein ab und zu. Is this heart of be a servant? Es ist dieses Herz, ein Diener zu sein. A servant has to serve. Und ein Diener, der dient. Other way he has no reward. Sonst hat er auch keinen Lohn. Ja, richtig? Stimmt das? And a bad servant, und ein schlechter Diener, they throw him out. Der wird hinausgeworfen. So ist das. So ist das. You don't do, wie ich mich fühle. Das geht nicht. Du kannst nicht leben nach deinen Gefühlen. Das geht nicht. We will open, we make it 10 and 11, yeah. Psalm 145. Psalm 141. I will exalt you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. 145. Ja, 145.
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. You see how he speak then? Siehst du, wie er hier spricht? How do you speak? Wie sprichst du? How do you speak when you phone to somebody? Was erzählst du am Telefon? Ich hatte eine schöne Party gestern, aber er war toll. Ich hatte gestern eine tolle Party, wirklich klasse. Oh wow. Ich hatte, I ate very good. Ich habe gestern ein tolles Essen gehabt. Look like this. We ate. We stuff ourselves. Ich habe ein Riesenessen gekocht und wir haben uns so voll gegessen. And then we go in detail. Und dann erzählen wir noch jede Einzelheit. Not only eating, okay, we can say I ate. Nicht nur, dass wir gegessen haben, das kann man ja aber auch gerne erwähnen. But you explain where first was the first plate, then came the meat, then came the Früchte, then came. Aber Aber dann wird jeder Gang bis ins Einzelste genau erklärt. It looked wonderful. Hört sich gut an. Okay, it's not a sin. Ist auch keine Sünde. But it doesn't bring glory to him. Aber das What verherrlicht Gott nicht. What? Do you don't bring his presence. Das bringt nicht seine Gegenwart in dein you Leben. Your belly. Sondern das bringt nur das Essen in deinen Magen hinein. You know, I want to eat. Yeah, there's people who eat and eat and eat and eat and eat and I don't know where they put it. They eat. You will fast and you will be better. Es gibt Leute, die essen und essen und essen und essen und essen. Ich habe keine Ahnung, wo sie das überhaupt lassen. Die essen und essen und hören gar nicht auf und auch darüber zu reden. Aber ist das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes? Und es wird immer besser mit dir werden. And it's nothing to do with you are fat or thin, because some very thin, elegant people they eat. I mean. You cannot imagine. Und du siehst das den Menschen nicht unbedingt an. Es gibt auch manche ganz dünne Leute, die essen unglaublich viel. And some, those who are fat, sometimes it's their metabolism has nothing to do with the food. So you cannot judge who is fat, who is not fat. You can see only what is your priority. Und manche Leute, die sehr dick sind, essen gar nicht so viel, sondern es liegt an ihrer schlechten Verbrennung. Also du kannst auch nicht richten äußerlich und beurteilen, wer überhaupt viel oder wenig ist. What are you talking? What you know? If you look film. Wenn du dir Filme anguckst. Well, there is sex inside. Mit Sexszenen drin. We all did it, huh? Das haben wir alle gemacht, oder? Okay. But if you continue to do it. Aber wenn du damit fortfährst. What will happen to you? Was wird geschehen? The glory of God will come in your room. Die Herrlichkeit Gottes wird in dein Zimmer hineinbrechen. I will tell you what will come. Ich werde dir sagen, was kommen wird. Well, what will come? Was wird kommen? Satan. Not to an end, not to pronounce it. And then, because you have no companion, start to masturbate. Und weil du dann excuse me. Vielleicht it's like this, man and woman. Ehepartner hast, fängst du noch an mit Selbstbefriedigung. So ist das bei Männern und Frauen. Even so, there is people who do it anyway, even if they are married. This is even worse. Es gibt natürlich Anything. Auch noch Leute, die sowieso diese Filme gucken und das machen, selbst wenn sie verheiratet sind. Das ist auch noch schlimmer. What say the world? Was sagt das Wort? About our body. Über unseren Körper. What the world say? Was sagt das Wort? With the sea. Let's see what the world says about our body. You know, our body is the temple of the Holy Spirit. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Our body is His temple. Do you get this? Unser Leib ist sein Tempel. You know what is it? You know the temple of God is described in the Old Testament in beauty. Der Tempel Gottes wird beschrieben im Alten Testament in seiner ganzen Schönheit. And God, after he died and resurrected, he came and lived not in this temple made of the man of man, but in our body. Und Gott yeah. im neuen Bund ist gekommen in unser Herz hinein, in unser Leib hinein und lebt jetzt da und nicht mehr in ein erbautes Bauwerk. So,
this body and this body and this body and each one body who receive Jesus here, you are his temple. So dieser Tempel. Leib und dieser Leib Tempel. Und dieser Leib, wir alle, die wir Jesus erwählt haben, wir sind sein Tempel. You know, you enter to a building church, it's beautiful, but it's not more beautiful than your body. God loves it more. Du kommst in ein schönes Kirchengebäude hinein, aber der Herr liebt es nicht mehr als dein Körper. Dein Körper ist die Gemeinde. It's not the building. Nicht das Gebäude. And in this body. Und in diesem Leib, my body. Sagt in meinem Körper. God is living. Lebt Gott. God is living. Gott lebt in meinem in Körper. In my body. God Gott is living. Lebt in meinem Körper. What do you put in your body beside Jesus? Und was tust du in deinen Körper hinein neben Jesus? What do you put? Was legst du hinein? Well, Pastor, I am human. No, you are not human. Ich bin doch nur Mensch, Pastor. Nein. I always told you I'm spirit first. Ich habe schon immer gesagt dir, an erster Stelle bist du you Geist. Are spirit first. Du bist ein Geistwesen in erster Linie. What do you put in your body? So, was tust du in deinen Körper hinein? And in your mind. Und in deinen Sinn. Well, Pastor. Pastor, you know. God understands my needs. Weißt du, Pastor, Gott versteht meine Nöte. Jesus, you were a man. You understand. Jesus, du warst ja auch ein Mann. Du verstehst mich doch. Okay, I will tell you something. Ich sag dir etwas. Of course he does. Natürlich versteht But er he dich. Never sinned. He didn't sin. He didn't do it. He didn't do it. Aber er hat nie gesündigt. He resists temptation to death. Er hat dem Tod wieder der Versuchung verstanden bis auf den Tod. Are you Christ? Bist du Christus? Are you Christ? Bist du Christus? I don't hear. Are you? Bist du es? Yeah. Say yeah. Come on. Are you Christ? Bist du Christus? Yeah. You are Christ. Du bist der Christus. So, your body. So dein Körper. Is his temple. Ist sein Tempel. Is his temple. Sein Tempel. You know, if I don't have money or sex or anything what I wish to have, I have to learn not to sin to have them. Wenn ich kein Geld habe oder kein Sex oder irgendetwas, was ich mir gerade wünsche, muss ich lernen, deswegen nicht zu sündigen. But trust him. Sondern ihm zu vertrauen. And commit my life into his hand. Und mein Leben in seine Hände legen. It doesn't matter what I don't have. It matters him. He sees me. Es ist egal, was ich nicht habe. Wichtig ist, dass er mich sieht. Look in verse 6 of Psalm 145. Vers 6 von 145. Man shall speak of the might of your awesome acts. You speak about God. And I will declare your greatness. Oh, hallelujah. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten. Sie sprechen von Gott. Und deine Großtaten will ich erzählen. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. These are people who talk together about God only. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Das sind Menschen, die nur über Gott geredet haben. We as Word of Faith, we want to do the same. Wir als Wort des Glaubens, wir wollen dasselbe tun. Now when we close, when we talk to each other, we talk only what God has done for me, what how blessed I am. So, wenn wir aufhören und zusammen sitzen, dann wollen wir darüber reden, was Gott für mich getan hat, wie gesegnet ich durch ihn bin. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all and his tender mercy are over all his works. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. And what will happen? All your work shall praise your Lord. Who are his work? We are his work. Was passiert? Es werden dich loben, Herr. Alle deine Werke. Wer sind seine Werke? Wir sind seine Werke. Glorify God for what he's done in your life. Verherrliche Gott, lobe ihn für das, was er in deinem Leben getan hat. Stop to have a face of 10 meter with like a Citrone.
und lass dir nicht auf 10 Meter Entfernung ansehen, als hättest du eine Zitrone gegessen. Rejoice in the Lord. Sondern erfreue dich im Herrn. This is your strength. Das ist deine Kraft. You want to be strong? Rejoice in him. Möchtest du stark sein? Dann freu dich in ihm. And stop to say this and this and this and this. I don't have yet. Und hör nicht auf, alles aufzuzählen, was du jetzt nicht hast. But look for what you have. Sondern konzentriere dich auf das, was du hast. In 1. Korinther 12 we have all the gift of the Spirit. I don't want to open that. Im 1. Korinther 12 sehen wir die ganzen Gaben des Geistes. And how he manifests himself. Wie er sich selber manifestiert. He manifests with the word of wisdom. Mit dem Wort der Weisheit. With the word of knowledge. Und das Wort der Erkenntnis. He manifests also to tell you secret about prophecy. Er manifestiert sich auch durch Prophetie, durch Offenbarung. So we will have more manifestation in this church when we commit more ourselves to him. So wir werden mehr Offenbarungsgaben in dieser Gemeinde haben, wenn wir uns ihm mehr hingeben. Because God don't take his power away from us, but he wants us to be manifested. Gott nimmt nicht seine Kraft von uns weg, sondern im Gegenteil, er will sich durch uns manifestieren. So we will talk about what God does. So lass uns darüber sprechen, was Gott tut, was er getan hat. I wake up in the morning, I say him thank you. Wenn ich morgens aufwache, sage ich ihm danke. Then I have tendency maybe to becker. Dann habe ich vielleicht die Tendenz, mich zu beschweren oder zu meckern. And then I know the word. I say, no, this is not God. Das haben wir alle, aber ich kenne das Wort und ich sage mir dann gleich, nein, das ist nicht Gott. We can be tempted. Wir können versucht sein. We can resist. Aber Gott sei Dank können wir widerstehen. Halleluja. Let us open Ezekiel. A bit more time with me, see. Yeah. Wir öffnen Ezekiel. Ezekiel 1. Ezekiel 1. Verse 2. Und dort Vers 2. Okay, we'll go to Ezekiel 2:1. Ezekiel Kapitel 2, Vers 1. You know, first in 1:26. 1:26, Ezekiel 1:26, it said, God was talking to his prophet, Ezekiel. Im Ezekiel 1:26, da spricht Gott zu seinem Propheten Ezekiel. And he appeared and he showed him things. Und er zeigt ihm Dinge. And above the throne, over the heads, was the likeness of a throne, the appearance like a sapphire stone, or the likeness of the throne. Was a likeness with the appearance of a man high above it. Also from the appearance of his waist and upward, I saw as it were the color of amber with the appearance of fire all around within it. And from the appearance of his waist and downward, I saw as it were the appearance of fire with brightness all around. Like the appearance of a rainbow in a cloud or a rainy day. So was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war, befand sich wie das Aussehen eines Saphirsteines, etwas wie ein Thron, und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Und ich sah, und wie der Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts.
sah ich etwas wie das Aussehen vom Feuer und ein Glanz war rings um ihn. Wie das Aussehen des Bogens an einem Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsherum. Und das war das Aussehen des Abbildes des Herrn der Herrlichkeit. So when I saw it, I fell on my face and I heard a voice of one speaking. Und ich sah es und fiel auf mein Gesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. And he said to me, Son of man, stand on your feet and I will speak to you. And the Spirit entered me when he spoke to me. And I sat on my feet and I heard him who spoke to me. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Und als er mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. You know, when the Spirit entered in Jesus and he raised him from the dead, you remember? Als der Heilige Geist in Jesus kam und er auferstand von den Toten, erinnerst du dich? The same Spirit are in you. Dieser gleiche Heilige Geist lebt in dir. And the same Spirit will raise you on your feet. Und dieser selbe Geist wird dich aufstellen auf deine Füße. Like he did with the prophet. So wie hier bei dem Propheten. We want to see sign and wonder and not be defeated. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen und nicht besiegt sein. And to raise, it must be strength on the inside with your Spirit. Und auferstanden zu sein, das bedeutet Kraft zu haben in deinem Geist durch seinen Geist. Hallelujah. The power of the word of God is here. He wants to raise you from anything you have. He wants you to have a victory. Die Kraft des Wortes Gottes ist hier und sie will dich aufrichten, dass du Sieg hast in deinem Leben, egal in welcher Situation. In Ezekiel 43? Ja. Yeah. Ezekiel 43? Ezekiel 43. And verse 1. Und dort Vers 1. After he brought me into the gate of the faces toward the east, and behold, the glory of God of Israel came from the way of the east. His voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östliche Richtung weist. Und siehe, die Herrlichkeit Gottes Israels kam von Osten her, und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. The glory of the Lord will be revealed and cover the earth in those days. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und die Erde bedecken in diesen Tagen. We will see it's our time to see his glory in our midst. Es ist die Zeit, dass wir jetzt wirklich seine Herrlichkeit sehen in unserer Mitte. And it will be revealed to us. Und es wird uns offenbart sein. You remember the transfiguration of Jesus? Erinnert ihr euch an die Verklärung Jesu? When he was with his disciple. Als er mit seinen Jüngern war. And he was sitting and then he stand, then it appeared to him. I can read it to you very shortly. Luke 9. Lass uns aufschlagen, Lukas 9, und uns das angucken. And verse 28. Luke 9, 28. Vers 28. You think God wrote all this for to this? To have Spaß. Glaubt ihr, Gott hat all das aufgeschrieben, damit wir einfach nur Spaß haben im Leben? No. He wants us to do like him. Nein, er möchte, dass wir das so tun wie We er. Are made in his image. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. God is very real. Gott ist sehr wahrhaftig. We have to be aware of it. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Luke 9:28 says. Vers 28 sagt. So, and it came to pass about 8 days
after this saying that he took Peter, John and James and went up on the mountain to pray. And he prayed, the appearance of his face was utterly. And his robe became white and glistening. And behold, two men talked with him, who were Moses and Elias, who appeared in glory and spoke of his disease, because he wanted to go to death, which he was about to accomplish at Jerusalem. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm auf den Berg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde strahlend weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Vers 34. While he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were fearful as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, hear me." Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. When you are close to God, like Peter, John and James, wenn du Gott nahe bist, so wie Petrus, Johannes und Jakobus, you will see his glory. Wirst du auch seine Herrlichkeit the sehen. Same like they saw it. So wie sie sie auch gesehen haben. But if you don't, you are not commit to him. Aber wenn du ihm nicht hingegeben bist, you will always say, why did it happen? Why did it happen? Why did it happen? Why did it happen? You will always not receive, cannot receive. Wenn du immer nur darauf schaust, warum geschieht es nicht, warum ist es noch nicht da, warum passiert nichts, dann wirst du nichts empfangen können. I don't want only to receive. Ich will ja gar nicht nur empfangen. I want to see his glory manifested in my life. Ich möchte, dass seine Herrlichkeit in meinem Leben manifest wird. What about you? Wie ist es bei dir? You want? Was möchtest Think du? About it. Denk darüber nach. What you want? Was ist dir wichtig? You know, if you like the glory of eating and having fun in life, okay. If you people who don't love your God, okay, stay with them. You will have nothing. Okay. Wenn du gerne die Herrlichkeit des Essens willst, der Partys, mit Leuten rumhängen, die nichts von Gott wissen wollen, bitte, dann bleib dabei. Aber du wirst nichts im Leben haben. You know, it's a choice. Es ist deine Wahl. You know what we call these people? Half-half? Weißt du, wie diese Menschen genannt werden, die so half-half sind? Half-half? Religion. Das ist religiös. They come to calm their conscience. Sie kommen nur, um ihr Gewissen zu beruhigen. Today I went to church. Ja, heute war ich in der Gemeinde. I was under the anointing. Halleluja. Thanks for the anointing. Ich war unter der Salbung. Halleluja, Dank sei Gott für die Salbung. But what happened when you go home? Aber was geschieht, wenn du dann zu Hause bist? What are you doing? Was tust du dann? What are you doing? Was tust du? What are your priorities? Wo sind deine Prioritäten? This is important. Das ist, was wirklich wichtig ist. Father, we thank you for this morning. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Thank you, Holy Spirit, for minister to us. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gedient hast. We love you. Wir lieben dich. We thank you for everyone here. Und wir danken dir für jeden hier. That we learn to receive. Der lernt zu empfangen. By speaking your word. Indem er dein Wort ausspricht. And see your glory. Und deine Herrlichkeit sieht. Obey your commandment. Deinen Geboten gehorcht. And commit themselves to you. Und sich selbst dir hingibt. We thank you. Wir danken dir. Amen. Amen.